Es ist so, dass wir heute ein Schweinereiter-Deck spielen werden. Drei verschiedene Schweinereiter-Decks. Wir werden wahrscheinlich eins nehmen, was eher mehr oder weniger Free-to-Play ist, was für euch auch verfügbar ist. Dann haben wir dieses Deck, das habe ich hier schon gesehen, von dem YouTuber PongTV, auch ein Streamer, extrem guter Spieler. Er hat es mit diesem Deck geschafft, natürlich noch ein bisschen besseres Kartenlevel, aber mit diesem Deck hat es PongTV mit zwei Accounts in Champion geschafft. Unglaublich krass. Die Schwierigkeit hier ist es, ich habe bisher ja nur Control-Decks gespielt und Beatdown-Decks. Deutlich schneller das Spiel, deutlich günstiger und auch nur ein kleiner Fehler kann einen da direkt bestrafen. Deswegen, ich habe diese Schweinereiter-Decks noch nicht so großartig angefasst, aber ihr seht ja auch, alle Top-Spieler weltweit oder auch in Deutschland, da ist fast überall der Schweinereiter dabei. Es wird allerhöchste Zeit, dass ich endlich mal diese Decks beherrsche, nicht zur Perfektion, ich werde damit nicht in die Top 10 global kommen, aber so, dass ich mit den Decks was anfangen kann, da der Schweinereiter ja auch momentan sehr stark ist. Und da ist es auch so, dass der Schweinereiter jetzt nach einem letzten Balance Change oder Update, ich weiß nicht, wie lange das her ist, der kann jetzt auf beiden Seiten, ohne dass man ihn unterstützt, einen Hawk Offroad Jump hinlegen. Also außen über die Brücke springen. Ich springe ins erste Game und du gibst mir einfach Tipps, ja? Jo, genau. Liegt jetzt aber, wie gesagt, nicht an dir, sondern an mir, dass ich mich mit den Decks sehr schwer tue. Ja, wenn nicht, kannst du auch gleich mal dann das andere Deck. Skeleton Army, ein Hit. Was kommt als nächstes? Kann man das so machen? Ja. Sehr gut aus, dadurch, dass der meine dann auch noch wie. Oh, ich meine, heute war ja sau scheiße. Was macht er denn? Der dachte wohl, der greift schon an, jetzt haben wir direkt seinen Turm bekommen. Er hat jetzt hier wieder Minions und Minion-Horde dabei, ne? Oh ne, die Skelette kommen rüber. Und greifen den Ritter einfach an. Er darf auf gar keinen Fall einen Turm bekommen. Dann... Ja, momentan sieht's gut aus. Aufpassen. Oh, sehr gut. Jetzt der King Tower nochmal an. Schweinereiter mitsetzen? Nee, jetzt bleiben wir defensiv. Ja. Abwarten. Also, in dem Push hattest du zu wenig Elixier, aber ansonsten, wenn du voll gewesen wärst, hättest du jetzt da auf jeden Fall einen dazu gesetzt. Okay. Er wird gleich wieder mit dem Royal Giant. Der Minion Horde, Minions und Royal Giant, ne? Kann man Holz rein. Oh. Eisgeist und Tornado sind immer stark. Alter. Oh jawohl. Sehr gut. Es ist natürlich geiler als ein Feuerball, aber auch schwieriger. Naja, kostet ja gleich viel. Ja, ich weiß. Also, da ist die Kombi hier schon. Na, wobei, du hast sogar mehr bezahlt. Das Ritter, Tornado und Eisgeist. Ja, das stimmt. Ja, der Tornado kann man ja noch für viele andere Sachen cool benutzen. Skelette am Start. Ja, den hast du. Dort, das ist doch mal dann eine gute Runde. Gegen Royal Giant, obwohl wir gar nicht so viel Single-Target-Damage haben, fand ich das Deck jetzt gar nicht so verkehrt. Ja? Sehr gut. Er hat sich auch dumm angestellt, die eine Minion-Haut auf der linken Seite. Er hat nicht gut gespielt, also war jetzt nicht gut von mir, sondern einfach schlecht vom Gegner, ne? Jo, aber war, also schlecht gespielt war es jetzt nicht. Du hast jetzt keine wirklichen Fehler gemacht. Ja. Aber perfekt gespielt hat er es natürlich nicht. Nee, das stimmt. Direkt ins nächste. Oh, was haben wir da? Warte mal, alles scheint Chef Army. Hat Chef Strobel mich gehostet? Der hat doch gar nicht gestreamt, oder? Ach, er hat gespendet. Lol, ich guck gleich mal, was der geschrieben hat. Gerade voll verplant. Okay, wir sind im nächsten Game. Ich fange wieder mit den gesplitten Skeletten an. Ah, jetzt haben wir hier wieder. Nehmen wir den Ritter. Oh, entweder Golem oder Seppel.
Schulung oder... Okay. Oh, der hat auch einen Henker auf 8. Was ganz anderes. Ich hab nichts, ich muss einen Henker einsetzen. Mist. Der Ritter ist so gewastet. Was macht er denn? Also, das habe ich auf jeden Fall noch nie gesehen. Was hat er? Kobold, Gang und... Ich hab schon das Geld, ein Army, ne? Ne, okay, ein Ofen. Instant Lightning, hätte sich da gelohnt? Ne, weil der Ofen so gesetzt war, dass der Turm auch noch mit drauf schießt. Dadurch hättest du nicht so gut Damage rausbekommen auf dem King Tower. Auf dem Crown Tower. Okay. King Tower aktivieren bei Möglichkeit. Yep, der ist an. Er ist sogar sehr an. Ja, aber du hast halt das Problem, dass er auch einen Tornado hat. Und ja. Tornado ist sehr stark gegen dich. Er hat ein Gebäude und ein Tornado, ne? Ich hoffe, er hat keine Rakete, oder? Doch, bin ich mir ziemlich sicher. Oh, nee, komm. Bitte, lass ihn keine Rakete haben. Ich dreh durch von den Raketen, Mann. Ja, der hat Spiegelrakete, denke ich mal. Okay, hat er immer innerlich eingesetzt. Kriegt er nicht weiter raus. Ich habe noch null Schaden an den Turm gemacht. Ja, meistens gegen die Decks hat man dann meistens ein... Oh, der Tornado. Nein, ich treffe den Tower nicht mit. Oh Gott, weil ich so nervös war, endlich mal jetzt hier einen Hit zu landen. Er hat einen Tornado und ein Gebäude. Alter, das ist ja ekelhaft. Jo. Oh, was macht der denn? Der bastelt sich da was ganz Großes zusammen. Ja, jetzt kannst du ihn... obwohl, geh über die andere Seite mit dem Hock. Jetzt ein Lightning auf alles. Und dieser Henker ist auch einfach auf Level 8. Der überlebt den Mist. Er hätte auch auf 7, oder? Eisgeist und... Ja. Der auch überlegt. Ofen. Der Lightning lohnt sich, der ist down. Kobold Gang predict mit dem Holz, die gespiegelte. Mal gucken, oh, Wie wir da haben. Also müssen wir selber hier noch verteidigen. Ja, wenn du jetzt einmal jetzt noch ganz schnell zum Hock durchrotierst, dann noch zwei Pushes hin. Hock einfach so einsetzen. Ja, und Lightning zücken. Dauert noch, bis wir den wieder haben. Ja. Oh. Alter. Ja, okay. Also die defensiven Tornados, also defensive war schon mal gut, ne? Aber offensiv, er hat ein Gebäude und ein Tornado. Ja, kommt man da durch, ist die Frage. Hatte der noch eine Rakete drin? Ja, hatte er. Er hat nicht so gut gespielt, auch wenn das ein echt nerviges Deck war, ne? Ja, okay. Nächstes. Also das lief schon mal besser, ne? Schlechter meinst du? Also das Game lief jetzt besser als die davor. So meine ich das. Ritter oder Eisgeist? Ritter nach hinten einfach, ne? Ja. Alter, ich hab nichts. Oh, der war doch auch bei Münich gewesen. Ja, dachte ich mir auch gerade. Der Name kommt mir doch bekannt vor. Oh, guck mal, auf der rechten Seite. What the fuck? Hab ich jetzt nur auf die Defensive konzentriert. Oh. Ja, der ist weg. Der ist down, der Turm. Jetzt muss ich nur noch die Defense hinkriegen. Ich hab jetzt nur einen Tornado in den King Tower. Ja, aber du wirst jetzt links auch ordentlich Schaden machen.
die Skelette. Die waren richtig gut. Das hat gut funktioniert. Holz drüber. Okay. Oh, das ist aber eine gute Sache bis hierhin, ne? Ja. Er hat irgendwie geschlafen und den Hock komplett durchgelassen. Das zieh einmal nach hinten, dann sind die instant down. Kann man das machen? Ein Royal Giant einfach nach hinten ziehen? Ja. Ja, dadurch kriegt er vielleicht 2-3 Hits weniger. Oh, die sind aber... Hast du Tornado-Skelette? Nee, ich habe hier auch gerade richtig reingefailt. Der eine Elite war kommt durch. Ein Hit kriegt er, okay. Geht vielleicht klar. Ja, ich würde jetzt direkt auf 3 gehen. Wie auf 3? Auf ja, der Turm ist ja praktisch down. Ach so, okay. Ich würde erstmal hier nur verteidigen. Sowas mit zum Beispiel. Das sah nicht verkehrt aus. Wir haben ja auch einen Eisgeist. Das ist schon nice. Wir haben nicht jetzt so nicht die größten Single-Target-Damage. Ah, der Turm bleibt sogar noch. Ja, oder so. Oh. Leute, ich hab nur einen Elite-Baba getroffen. Wie kann denn sowas passieren? Naja, wahrscheinlich werde ich einfach außerhalb des Radios warten. Ja, das sah doch gut aus. Das sah besser aus, das Game. Wobei der Gegner dann auch wieder am Anfang rechts einfach alles durchlaufen lassen hat, ne? Ja, der hatte irgendwie aufgepasst. Ja. Sehr gut, 31 Trophäen. Das läuft auch langsam. Sieht das doch. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich besser gespielt habe. Ich glaube einfach, die Gegner haben mehr Fehler gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber du hast halt keine. Du hast keine Fehler gemacht und er hat Fehler gemacht. Hm. Nächstes Game. Sind wir schon fast wieder mal bei 5-3. Ja, du wolltest noch Champion kommen diese Saison, oder? Ja. Wenn's möglich ist. Jo. Ich glaube aber nicht, dass ich das mit dem Deck schaffe, oder? Sei mal ehrlich, was glaubst du? In so kurzen... Wahrscheinlich werde ich das Deck irgendwann noch besser hinkriegen, aber ich glaube jetzt nicht noch am Wochenende, ne? Ich glaube, der lässt sich durchlaufen. Oh. Ist man besser Schweinereiter oder Executioner soll tanken? Schweinereiter eigentlich. Boah, das ist ja ein Traum, ne? Skelette und Eisgeist gegen Elite-Barbaren. Ja, ich habe dann halt bei meinem Deck, was ich immer spiele, habe ich dann Eisgeist und Feuergeist. Das geht auch sehr gut. Das stimmt. Also für alle Spieler, die da Probleme haben oder die Elite-Barbaren, die abfacken, so eine Eisgeist-Skelette oder Eisgeist-Fire-Spirits-Kombi ist da schon auf jeden Fall das Richtige. Ich denke, der spielt noch einen Golem. Ja, ich glaube auch. Das ist dieses standardmäßige Golem-Deck, was zurzeit sehr viel gespielt wird. Wir kommen... Ja, das ist doch guter Damage. Jetzt setzt er mal Skelette ein. Es muss er was bringen, sonst machen die Skelette noch Damage am Turm. Und das ist teuer. Der eine ist auch schon down. Jo, lass mal rüberziehen. Dann Eisgeist. Kann man machen, 4 Elixier, ne? Ja, sah schon... Also... War wenn halt man positiv. Das Skelett nicht auf der Hand hat? Ja, war positiv. Ja. So, Lightning drüber. Ich freue mich schon, wenn mein Lightning 8 ist. Dann ist die instant down. Macht einen Unterschied, ne? Naja, ein Elixier oder kein Elixier. Yep. Ist Feinereiter noch dazu? Nee. Nee. Jetzt habe ich nur Angst, weil jetzt sind wir in der Doppel-Elixier-Phase. Und da ja, ist... du machst aber Schaden. Ja, lässt echt den Henker durchlaufen. Hätte ich jetzt noch was anderes gesetzt, hätte er ihn wahrscheinlich nicht durchlaufen lassen. Gehe ich zumindest von aus. Jetzt ziehen wir das mal alles rüber. Oh ja, das ist gar nicht so verkehrt. Ich will Lightning machen, keinen Bock auf die Elite-Barbaren. Oh, einer überlebt. Ja, doch, das ging. Brauchst du nur noch... Ja, perfekt.
Da kommen wir auch durch. Zwei Baby Dragons. Ziehen wir die nochmal ganz weg. Dann haben wir nochmal einen Ritter, der das Ganze mal tanken kann. Ah, die Minions machen sehr viel gut Damage. Aus. Aber die Türme hauen halt beide gut rein. Ja. Er schafft keinen ganzen Push mehr. Ja, vor allem nicht, wenn er einen Golem nach hinten setzt. Ja, könnte knapp werden in 10 Sekunden, ne? Sehr gut. Alter, gegen die Elite-Barbaren. Henker, Tornado, Skelette, Eisgeist. Die sehen da ja richtig alt aus. Okay. 29 Trophäen. 5-3. Alter, ich muss an der Stelle nochmal, ich hab das Video ja selber gesehen, ja. Wenn man andere gute Leute beim Zocken sieht, dann sieht es immer leichter aus. Ähnlich wie bei Fußballprofis. Ne? Wenn man die beim Fußballspiel sieht, dann sieht das bei denen immer so leicht aus. Genauso auch bei PongTV, der dieses Deck gespielt hat und damit Champion gekommen ist. Gestern oder schon vorgestern oder so, ne? Ja, es war. Genau mit diesem Deck. Okay, er hatte noch Tornado 8, Executioner 8, Lightning 8 und ich glaube Holz 5. Macht nochmal einen kleinen Unterschied. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Richtig weit. Wenn überhaupt. Ja, okay. Nächstes Game aber, ne? Also es wird besser, aber hauen wir rein, ne? Ja. So. Ja, Pong hat halt 4 Karten, nochmal ein Level höher. Macht schon was aus. Ja, aber nicht 400 Trophäen. Ja, 1-200 bestimmt. Ich gehöre nicht zu den besten Spielern der Welt, wenn ich jetzt die 4 Karten nochmal upgrade. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Pong ist da schon sehr gut. Ja. So. Oh! Ja, Minenwerfer. Wenn ich mir jetzt... Bei Reddit Alpha spielen eigentlich fast alle nur Minenwerfer. Warum denn? Wohl doch nicht. Ah, das sind wieder 3 Musketiere. Ja, 3 Musketiere. Musst jetzt halt aufpassen. Dass du die 3 Musketiere. Jetzt habe ich keinen Henker, jetzt habe ich keinen Lightning, jetzt kann er wieder mit den 3 Musketieren alles beenden. Ja, du machst noch ein bisschen Schaden und jetzt musst du. Ja. Na, jetzt ist es wieder scheiße, haben wir verloren. Ich habe auch nichts einfach. Auf der einen Seite kannst du mit Skeletten, wird nicht beide supporten können. Oder er supportet gar keine. Oh. Das Holz hätte ich mir noch. Naja, vielleicht 2. Ja. Ja. Ja, ist okay gewesen. Ja. Mal gucken, ob er noch so viel Schaden verursachen wird. Aber jetzt kannst du mit Hock. Oh, Skelette, Ritter und Eisgeist. Ne? Das ist ja echt so günstig und so gut. Gegen unsere Truppen hier. Ja, ein bisschen Schaden wieder rausbekommen. Jetzt kannst du Lightning. Ja, weil der Ritter will da noch den mittreffen. Dann lohnt sich das. Hier können wir die Skelette einsetzen. Der Ritter kommt nochmal durch für 2 Hits. Ja, doch, okay. Ja. Was hat er für einen Zauber dabei? Zauber hat er ein Holz dabei. Aber er hat halt noch einen Miner. Stimmt. Sie hat noch gar nicht gespielt, warum auch immer. Oh, das war gut, ne? Jetzt ein Hock. Oh. Henke. Ja, ich glaube, Holz Lightning müsste reichen. Holzleitung müsste reichen, okay, das wäre mal wieder. Alter, da hat er was abbekommen. Da hat er ja richtig was abbekommen. Holzleitung und mindestens ein Hit vom Execute. LOL! Der Tor. LOL! Ja, weil er die 3 Musketiere da reingesetzt hat. Ja! Das will ich jetzt nicht noch verkacken. Nee, der hat ja nichts, mit dem er pushen können. Obwohl, die ja. Minions. Aber...
Nur gucken, dass du jetzt den Lightning irgendwie vor den Turm. Ja, oder so. Ja. Oder so, ne? Okay. Krass. Okay, das lief jetzt besser gegen die drei Musketiere, aber ich hab ja nichts anderes gemacht, oder? Kommt mir das jetzt nur so vor. Du hast zweimal die Pumpe gebraucht, LK, und er hat einen relativ guten Push. Ja, okay. Ja, okay. Diesmal hat er dir relativ viel angeboten, weil du Tornado Eisgeist gemacht hast. Ja. Ich glaube, es lag daran, dass er keinen Miner dieses Mal gespielt hat. Der hat er selten gespielt oder fast gar nicht. Den fand ich jetzt auch. Der erste Gegner hat, glaube ich, jeden Push mit Miner noch Ja. unterstützt. Ja. Der, glaube ich, gar nicht. 5.530 Trophäen ist ein Rekord. Das ist schon mal ganz ordentlich, ne? 117.000 Karten gewonnen in der Challenge ist auch ganz nice. Gewonnen. Sind wir schon mal immerhin schon wieder da, wo wir am Anfang auch waren, ne? Weitergehen. Ja, jetzt machen wir das nächste Game. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir gegen diese Minenwerfer-Dinger gewinnen. Ja, Und. Minenwerfer ist schwer, glaube ich, weil du kein Gebäude hast. Ja, okay. Gesplittete Skelette oder Ritter? Jetzt waren schon die Skelette. Kommt jetzt erst der Ritter. Da ist momentan die. Oder deine Sätze sind manchmal halb oder ein bisschen abgehackt. Nee, ich meinte nur, dass der Ritter momentan irgendwie in jedem Deck drin ist. Der ist irgendwie sehr Ja, Meta. krass, ne? Der war früher gar nicht gespielt. Der wurde ja auch nicht besser gemacht. Der passt jetzt einfach besser in die Meta rein. Alter, Oh. Bowler Skelette. Ja, das kann ein spannendes Game werden. Lol, wieso, was macht der Executioner? Okay, der kommt wieder. Was macht denn der da? Vollen Umweg. Sah komisch aus irgendwie, ne? Läuft da hin? Lightning? Nee. Aber so ein Tornado. Vielleicht noch Skelette oder ja oder Tornado. Das war doch mal machbar. Jetzt kann der Schweinereiter den einen Hit noch tanken. Mega Minion kriegt er. Ah Gott, jetzt hat er wieder echt einen Bowler und ein Tornado. Da frage ich mich jetzt schon wieder, können wir das gewinnen? Wer? Ja, wir, Der wenn macht er einen irgendwie Bowler und einen Riesenfehler. Tornado hat. Ja, ich weiß nicht wie, aber Ja, vermute, schwierig. er hat noch. Könnte noch ein Friedhof drin sein? Ja. Ja, bestätige ich. Ja, das wird ganz schwer. Und dann hat er noch entweder Poison oder Zauber hat er noch drin. Aber guck mal hier, die zwei Genossen, die sind ja ein gutes Duo gegen den Friedhof, ne? In der Doppel-Elixier-Phase könnte es wieder hässlich werden. Lightning, den du da draufhauen kannst? Ja. Überlebt er trotzdem. Bowler. Tornado Bowler, Alter, gegen den Schweinereiter, das kann man ja gar nicht mit ansehen. Aber das Gute ist, dass er keinen Zauber hat. Er hat als einzigen Zauber einen Zap und dann kann er den Friedhof nicht wirklich unterstützen. Zumindest nicht gegen den Ritter. Ja, jetzt muss hier nur mal der Henker mithelfen und der stirbt nicht. Nochmal ein Sicherheitsholz. Oh, scheiße war das. Meine Güte, war das Holz schlecht. Hast du So, das gesehen? Ich ein habe Skelett nichts getroffen. getroffen. durchrotiert. Ja, das ist schon bei meiner Absicht. Ich habe nichts. Oh Gott. Na du? Ja, ging ja noch. Oh, jetzt habe ich ihn nicht mehr. Aber ich denke, damit kann man mit Lightning gut anfangen. Der ging klar. Den verteile ich wieder. Ein Tornado. Wir werden jetzt beide etwas offensiver, wie ich gerade merke. Ganz schnell zum Hock durch. Aber keine Ahnung, einfach den in die Mitte gesetzt. Naja, ich würde jetzt Henk auf der anderen Seite. Oh Gott. Jetzt zieh ich mal weg. Wir hoffen, dass es irgendwas bringt. Nee, da hat er mich. Da bin ich. Das war auch nicht gut gespielt, da war ich unter Druck. Ja, es ist vorbei. Es ist ein Unentschieden. Wir sind nicht durchgekommen, aber wir haben auch nicht viel durchgelassen.
Ist es in Ordnung? Ich hätte jetzt echt gedacht, wir kriegen hier härter auf die Schnauze. Die letzte Verteidigung rechts war nicht geil. Die habe ich verkackt, aber sonst. Aber wie komme ich denn, wie kommt man denn mit einem Schweinereiter bei einem Bowler Tornado vorbei? Dem Deck glaube ich gar nicht. Mit dem, was ich immer spiele, glaube ich nur ein bisschen schneller. Damit geht es. Ach so, dann Aber ist cyclest sehr du so schwer. schnell durch, dass der gar keinen Bowler und keinen Tornado hat? Ja, genau. Also probiere ich zumindest. Klappt nicht immer, aber ab und zu. Ah, okay. Oh, das ist direkt wieder das nächste. Jetzt könntest du dir gleich einen Lightning erlauben, wenn Ja, ich habe der. jetzt extra einen Ritter eingesetzt, damit ich zum Lightning durchkomme. Jetzt würde ich den Und setzen. den hauen wir auch richtig schön rein. Ja, geiler erster Zug, passt auf jeden Fall. Oh, shit. Das sieht gut aus. Oh, lecker, das hat funktioniert. Glaubst du wirklich, ich würde in den Trophäen höher kommen mit Henker 8, Lightning 8, Tornado 8? Ja, ich denke, eins wären der Pokale. 100 bis 200 Pokale, denkst du echt? Ja. Okay, das ist. So stark hätte ich das jetzt gar nicht eingeschätzt, aber du kennst dich da besser aus. Naja, also mein Hock ist fast auf 11. Ja. Ich denke, damit geht dann schon einiges mehr. Also meine Rares sind alle auf Level 9, Hock ist Ja. fast auf 11, weil ich den seit Monaten nur anfordere. Ja. Das ist sowieso mal gut da. Die Karte einfach immer anzufordern. Da rieche ich doch schon wieder ein Lightning raus, oder? Ja, Oh den würde mein ich Gott, lassen. nein! Obwohl, nee, er hat kein Elixier. Den kannst du machen. Ich habe ja den Eismagier nicht getroffen, ich habe richtig Ja, gefailt, aber echt. er hat kein Elixier. Er hat zwei Elixier mehr als du, glaube ich. Jetzt haben wir aber auch wieder ein Problem. Jetzt mal der Ritter, sehr verspätet. Oh, die Skelette, wenn die einmal am Turm sind, wie viel Schaden die Dinger Ja, machen. ich würde Egal, jetzt alles. kein Holz oder irgendwas mehr. Ja, ist okay. Ja. Okay. Ja, den lasse ich einfach durchlaufen. Man muss halt gucken, was er einsetzt. Lol. Ich hab mich voll erschrocken. Ich dachte, was passiert, aber dann ist der Turm gefallen. Gar nicht mitbekommen. Oh, super Eisgeist. Oh, jetzt haben wir aber gleich nochmal ein Problem, wenn er jetzt einen Friedhof setzt. Schöner Eisgeist in der Defensive. Executioner hilft mit, fantastisch. Eismagier ist distracted. Skelette kommen dazu. Ah, das läuft, das ist. Ah, okay. Gar nicht so schlecht, ne? Ja, sieht gut aus. Oh. Ja, perfekt. Krass, 2 zu 0. Was denkt der sich? Fand ich jetzt wieder stark. Warum haben wir zuerst 5 Games hintereinander verloren? Und dann 5 Ja, ich Games glaube, hintereinander. das einfach, weil davor wurdest du gekontert, also du hattest Minenwerfer Ja! und Raketen. Ich habe jetzt. Also, ich finde jetzt nicht, dass ich deutlich an Skill zugelegt habe. Jetzt läuft es halt einfach besser. Okay. LOL, Royal Gamer hat 6000 Trophäen? Alter! Das ist eine Menge! Klar, gemaxten Account, aber ist Platz 4 weltweit. Wie hatten der 100. Ich Ja, weiß, Marcel ist stark. wieso hatten der. Einfach 200 Trophäen nochmal. Da kam. Alle versuchen gerade mit Ach und Krach irgendwie Champion zu bekommen. Und Royal Gamer gönnt sich einfach nochmal Champion und dann nochmal 200 Trophäen obendrauf. Sehr krass.